Ist eine Straffungsoperation erlaubt, nachdem 30, 40 Kilo abgenommen wurde? Alles. Okay, das Rest braucht man nicht zu schreiben. Wir unterscheiden bei den Schönheitsoperationen zwischen zwei verschiedenen Dingen. Die einen sind medizinisch notwendig, die anderen sind verboten und damit ändert man die Schöpfung Allahs und ist verflucht bei Allah Azza wa Jalla. Der Hadith ist bei Abu Dawud, rahimullah ta'ala, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Mann sagte, der im Krieg seine Nase verloren hat, was hat er ihn ansetzen lassen? Eine Nase aus Gold. Erstmal aus Silber, die ist dann verfault und dann hat er eine Nase, also verfault heißt, genau. Und danach kam eine Nase aus Gold. Das war eine Notwendigkeit. Wenn einer jetzt zum Beispiel eine lange Nase hat und er hat Atmungsprobleme durch diese lange Nase, wenn er jetzt seine Nase kürzer macht, Frage, verboten oder erlaubt? Erlaubt, warum erlaubt? Das war Notwendigkeit, medizinisch. Aber einer hat nicht eine Nase wie Tom Hanks oder Tom Cruise. Oder Bruce Willis. Darf er sie jetzt ändern? Weil der macht das aus welchem Grund? Schön. Das ist der Maßstab und so kann jeder dann wissen, ist das für mich erlaubt oder nicht? Wallahu ta'ala ala wa ala. Ist das eine medizinische Notwendigkeit? Dann ja. Verzeiht mir dieses Beispiel. Verzeiht mir. Nur hier wird es klar. Eine Frau zum Beispiel will eine Brust-OP machen. Eine Brust-OP hat hier zwei Seiten. Einmal Haram, einmal Halal. Wie? Wenn sie es macht, um schöner damit auszusehen, was ist das? Was haben wir gesagt? Haram. Aber eine Frau hat von Natur aus nicht diese weiblichen Züge. Nichts. Wie ist das hier? Anders oder nicht? Oder eine Frau hatte zum Beispiel eine Brust-OP, weil sie Brustkrebs hatte. Und eine Brust musste ihr entfernt werden. Das ist was anderes. Deswegen unterscheidet immer zwischen diesen beiden Fällen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bitteschön. Ist es so,